Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer wohin du gehst. Herr, ich danke dir, dass du hier bist, dass du mitten unter uns bist, dass du in uns bist. Und wer sind wir? Wer bin ich? Dein Wort hier zu reden. Und du bist es, der reden muss. Du bist es, der seine Stimme hören lassen muss, damit wir ermutigt und aufgerichtet werden, da wo wir niedergeschlagen sind. Du bist alles für uns. Du bist unser Leben, du bist Kraft, du bist Freude und du bist vor allen Dingen Liebe. Du weißt, womit jeder von uns gekommen ist. Und es ist dein Verlangen, uns hier zu begegnen. Du möchtest uns ganz nahe kommen. Und bitte rede du. Wir danken dir für die Zeit zusammen. Amen. Okay, Geschwister, wir sind heute mal nicht im Hohen Lied. Wir sind im Propheten Hosea, das ist, also da gibt es die vier großen Propheten, Jesaja oder die sogenannten großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel, und danach kommt Hosea. Und ich habe mir gedacht, oder ich habe Gott gefragt, was dran ist, und ich hoffe, ich habe mich nicht verhört. Wir schlagen mal Hosea 11 auf. Da ist bei mir hier in der Lutherbibel als Überschrift Gottes heilige Liebe. Gottes heilige Liebe. Wir lesen mal das ganze Kapitel zum Einstieg. Das sind ja nur 11 Verse, um einfach zu sehen, worum es hier im Einzelnen geht. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Baalen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten's nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen, und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Nun aber muss Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen um ihres Vorhabens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihn predigt, so richtet sich keiner auf. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Adma, und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist anderen Sinnes, all meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, und ich bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verheeren. Alsdann wird man dem Herrn nachfolgen
und er wird brüllen wie ein Löwe. Und wenn er brüllen wird, so werden zitternd herbeikommen seine Söhne vom Westen her. Und auch aus Ägypten kommen sie, erschrocken wie Vögel, und aus dem Lande Assur, wie Tauben. Und ich will sie wieder wohnen lassen in ihren Häusern, spricht der Herr. Als Israel jung war, sagt Gott hier, als Israel jung war, als du jung warst, wir kommen in diese Welt, das ist verrückt, wir werden das nie ganz verstehen. Gott hat einen Plan. Er ist im Himmel und denkt sich, ich will den Martin erschaffen. Der soll da und da geboren werden, der soll so und so aussehen. Ich habe einen Plan mit ihm. Ich möchte, dass er mir begegnet. Ich möchte, dass er erkennt und begreift, wie groß meine Liebe für ihn ist. Das ist mein Verlangen. Deswegen hat er uns erschaffen. Um in eine Tiefe, wie wir es im Hohelied Sonntag für Sonntag hören, eine tiefe, intime Liebesbeziehung mit jedem von uns, das ist sein Verlangen, das möchte er, das wünscht er sich. Du bist kein Zufall, du bist nicht, ja, einfach so da. Ja, dann bin ich halt hier, ich versuche mein Leben hier irgendwie rumzukriegen, muss ich ja irgendwie, irgendwann sterbe ich und dann bin ich weg, wie viele Menschen meinen, dann bin ich halt weg. Das ist nicht das Ziel, was Gott mit uns hat. Das ist nicht das Ziel. Und ich weiß, dass in jedem von uns hier, aber auch in jedem Menschen, der auf dieser Welt gelebt hat und noch lebt, eine tiefe Sehnsucht danach ist, eine Heimat zu haben, ein Zuhause, wo ich geliebt und angenommen bin, wo ich weiß, da ist jemand, dem ich wertvoll bin, der sich freut, dass ich da bin, bei dem ich willkommen bin. Das ist in uns drin und wir suchen als Menschen, wir suchen nach Halt, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Annahme, wir suchen danach. Das ist so in uns hineingelegt, dass wir einen Sinn in unserem Leben brauchen und Menschen suchen und suchen und suchen. Das ist es, jawohl, das ist jetzt das Leben, das ist die Erfüllung. Ich habe mich verliebt in eine Frau oder hier als Frau in einen Mann, jawohl, der wird mir alles geben, was ich brauche. Jetzt werde ich glücklich und erfüllt sein. Das ist der Job, auf den habe ich mich so gefreut. Daraufhin habe ich gearbeitet. Jawohl, jetzt bin ich da angelangt. Jetzt habe ich das. Jetzt kann ich ein erfülltes Leben leben. Und viele andere Dinge. Menschen suchen. Aber leider sehr häufig an den falschen Stellen. Aber es liegt niemals, das sage ich euch, niemals an Gott. Es wird keiner am Ende sagen können, von Gott kenne ich nicht, nie was von gehört, weiß ich nicht. Und wenn ja auch keiner was von Jesus erzählt, Gottes Geist spricht zu dir. Er versucht es immer wieder. Wenn du hier sitzt und noch keine Beziehung zu ihm hast, denk drüber nach. Vielleicht ist heute der Tag, wo er dir begegnen möchte. Gottes Verlangen ist es, Geschwister, und es ist so ein tiefes Verlangen danach, uns zu begegnen. Er sagt hier, als Israel jung war, hatte ich ihn lieb
und rief ihn, mein Sohn, aus Ägypten. Ägypten ist ein Sinnbild für die Welt. Gott ruft dich. Gott ruft, hat jeden von uns, der hier Jesus begegnet ist, gerufen. Wir sagen oft, naja, da habe ich mich bekehrt. Stimmt bis zum gewissen Teil, du musst ja dazu sagen. Aber das Werben um dich, kam von ihm und von ihm allein. Wir haben ja dazu gesagt. Der Herr ruft jeden Menschen. Jeden Menschen in dieser Welt. Und du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst ja dazu sagen oder nein. Wenn du nein sagst, kannst du vielleicht in dieser Welt ein recht gutes Leben leben. Du kannst vielleicht reich werden, du kannst Anerkennung, Ehre bei Menschen haben in dieser Welt. Du kannst ein großer Crack werden in dieser Welt, den alle anhimmeln. Aber am Ende, sage ich dir, wirst du erkennen, dass du dich selbst belogen hast. Da bleibt nichts von über zum Schluss. Du stehst dann ganz alleine vor deinem Gott. Ganz alleine. Da wird niemand an deiner Seite sein, wenn du Gott nicht kennst. Du wirst vor deinem Gott stehen. Und das wünsche ich niemandem, dass Gott ihm als Richter gegenübersteht. Da kommt niemand raus, da kann sich niemand rauswinden. Gott kennt die tiefsten Motivationen unseres Herzens, die wir selber noch nicht mal kennen. Er weiß das alles. Er weiß das. Und letztendlich haben wir Menschen in dieser Welt zwar Angst vor dem Tod, aber da steht noch eine größere Angst dahinter, die uns oft gar nicht bewusst ist, die wir wegschieben. Danach kommt ein Gericht. Und du nimmst, wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, du nimmst deine ganze Sünde aus deinem ganzen Leben, du nimmst das alles mit. Schrecklich. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist gerecht. Gott hasst Sünde. Gott hat keine Gemeinschaft mit Sünde. Da wird nichts mehr zugedeckt, da wird nichts beschönigt. Kommt Sünde auf den Tisch, so wie sie ist. In all ihrer Ekligkeit. Jesus sagt in Matthäus 11, 28 bis 30, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dieser Ruf, dieses Werben Gottes geht durch die Jahrhunderte, von Generation zu Generation. Ruft er, wirbt, zieht, spricht an, ermahnt. Das ist unser Gott, der ist so um dich bemüht. Der möchte dich so gerne bei sich haben. Er sehnt sich so nach dir, nach Nähe, nach Gemeinschaft, nach Austausch. Und Menschen sagen, naja, ob das so stimmt alles mit diesem Gott, der da vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben sein soll. Naja, ob das wirklich Gottes Sohn war, ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich lebe mein Leben, ich komme schon klar, auch ohne ihn. Und Gottes Herz bricht jedes Mal.
komm doch zu mir, komm zu mir, ich habe alles für dich gegeben. Mehr geht nicht. Der Vater hat seinen Sohn von seinem Herzen gerissen, die tiefste, innigste Gemeinschaft, die es gibt. Er ist auf diese Welt gekommen, stell dir das mal vor, dein geliebter Sohn, du siehst das, deine geliebte Tochter, sie wird ans Kreuz genagelt, stell dir das mal vor. Und du wirst nie so eine tiefe Liebesbeziehung zu deinem Sohn oder zu deiner Tochter haben, wie der Vater sie zum Sohn hat. Niemals. Das ist die tiefste Liebesbeziehung, die es gibt. Und er tut es aus Liebe zu dir, damit du nicht auf ewig von dieser Liebe, von dieser höchsten Form der Liebe, von Gott selbst getrennt bist, auf Ewigkeit. Wo Gott nicht ist, da ist Kälte, da ist Grausamkeit. Das erleben wir in dieser Welt. Wo wir von Gott ferne sind, wir Menschen, wir sind zu allem in der Lage. Und guck nicht auf den anderen, guck auf dich selbst. Die Macht der Sünde, wenn sie nicht durch Jesus gebrochen wird, ist in dir und in mir. Und deswegen ist Jesus gekommen. Sein Herz blutet. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn mein Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Baalen und räuchern den Bildern. Ich weiß nicht, wie es dir vor deiner Bekehrung gegangen ist. Ich weiß, wie es mir gegangen ist. Das ist zwar jetzt schon 40 Jahre her. Und ich war ein Mensch, der voller Angst und Komplexe war. Es hat mir Spaß gemacht, Menschen, die schwächer waren, körperlich zu verletzen. Dem Alkohol und anderen Dingen schon zugetan, habe mich wertlos gefühlt. Und dann ist mir Jesus begegnet. Und ich kann euch nicht sagen, dass sich alles plötzlich verändert hat. Das war nicht so. Aber Gott sei Dank ist Jesus treu. Sonst würde ich hier nicht mehr stehen. Sonst würde ich auch nicht hier vorne stehen, wenn ich mir überlege. Das hätte mir jemand vor 35 Jahren gesagt, du wirst hier vorne stehen und deinen Geschwistern was erzählen. Dann wäre ich ganz, ganz, ganz weit weggelaufen. Schade ist unser Bruder Peter hier nicht mehr in unserer Mitte. Ich bin so dankbar für meinen lieben Papa im Herrn. Ich bin so dankbar dafür. Der kannte mich, habe ich ja auch schon manchen erzählt. Ich will das auch nur kurz machen, es geht ja nicht, soll ja nicht um mich gehen, aber ich will das euch einfach nur in Bezug auf Jesus wirken im Leben. Ich hatte immer ein schwarzes Sakko an, immer, im Sommer und im Winter, total bescheuert. Immer ein schwarzes Sakko an, eine Zeit lang auch ein großes Kreuz um, zu dem ich überhaupt keine Beziehung so richtig hatte. Das war halt damals so innen. Und manchmal war es sogar so, dass man noch nicht mal ein T-Shirt unter hatte, sondern auf der nackten Brust irgendwie. Also, naja, egal. Ne? Da konnte ich das auch noch machen, wenn ich das jetzt machen würde. Ey, das würde gegen die Genfer Konvention verstoßen. Das wäre. Ich war immer der Letzte, der gekommen ist zum Gottesdienst. Ich habe mich immer in eine Ecke gedrückt, ganz hinten, damit mich ja keiner sieht. Und war immer, wenn der Gottesdienst zu Ende war, ganz schnell draußen. Damit mich ja keiner anspricht. Ganz schnell weg. Leider gab es mal so einen Punkt, wo ich es nicht geschafft habe. Und da war Peter da. Da war es zwar gerade in einer Phase, wo ich mich so richtig down und einsam gefühlt habe.
Und ich weiß noch, ich hatte ein Buch in der Hand von dem Klaus Vollmer, das hieß, es müsste keiner einsam sein. Und Peter hat dieses Buch gesehen, er hat nichts gesagt. Er hat mich angeguckt, es geht jetzt nicht darum, Peter zu verherrlichen hier, aber der hat mich angeguckt und ich habe gedacht, ey, so wie der mich anguckt, das ist Liebe. Das ist Annahme. Das war ganz, 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 ganz toll und verrückt. Das erste Mal. So hat mich mein irdischer Papa nie angeguckt. Nie. So nicht. Und das hat was in mir bewegt. Das hat was in mir zerbrochen. Und ja, trotzdem, das ist der Weg mit Jesus ist leider nicht immer so. Leider nicht. Wir haben es mit unserem alten Menschen zu tun, mit unserem alten Fleisch. Und der ist zäh, sage ich euch. Der ist so zäh. Du kannst bei deiner Bekehrung vieles, Gott befreit dich von vielen Dingen. Ganz plötzlich manche haben das so erlebt. Von heute auf morgen von Drogen frei geworden, von harten Drogen. Vom Alkohol, von Bindung, von so vielen anderen Dingen. Aber der alte Mensch, das alte Fleisch, ich sage dir, ich bin 40 Jahre dabei und merke erst jetzt, so nach und nach, wie groß das Erlösungswerk von unserem Herrn ist. Wie groß. Und er ist dennoch da. Er sieht, ich will hier keinem zu nahe treten, aber er sieht manchmal unsere eklige, schleimige Sünde, unsere Ich-Bezogenheit, unseren Stolz, er sieht das. Und er sagt nicht, weg mit dir. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Wenn du dich heute hier sitzt und dich richtig scheiße fühlst, weil du versagt hast, komm zu ihm, komm zu ihm. Bekenne deine Sünde, lass dich reinigen, das Blut ist da, für jede Sünde. Komm zu ihm, er vergibt dir, er reinigt dich und er geht weiter mit dir. Bleib nicht liegen, das ist wichtig dabei. Bleib nicht liegen, der Teufel möchte, dass du liegen bleibst. Dass du dich in deiner Sünde wälzt, dich um dich selbst drehst. Lass es nicht zu. Wende dich an deinen Herrn. Deck sie aber auch nicht zu. Beschönige nichts. Komm offen und ehrlich zu Jesus. Er kennt dich sowieso. Dem kannst du nichts erzählen. Okay. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon. Und opfern den Bildern und den Balen oder den Balen und den Bildern. Götzendienst. Da haben wir ja nichts, überhaupt nichts mit zu tun. Du hast hoffentlich keinen Buddha bei dir zu Hause irgendwo stehen. Ist ja heute in Gartendekoration, sich einen Buddha hinzustellen, das ist ja so schön. Das ist ja so in. Oder, weiß ich nicht, gibt viele andere Götzen. Es gibt viele andere Götzen. Und du hast vielleicht, ich kann mich irren, aber du hast, als du dich bekehrt hast, erinnere dich vielleicht mal zurück, bei manchen ist es vielleicht noch nicht so lange her. Bei manchen ist es schon sehr lange her. Wenn ich Jens sehe zum Beispiel, der kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr an seine Bekehrung erinnern, weil das so lange her ist. Oder Achim, der weiß das auch nicht mehr. Aber die schuldigt bitte Brüder, blöde Sprüche, sollte man auch sein lassen. Aber erinnere dich mal zurück, wie toll war das, als Jesus in mein Leben getreten ist. Das war das Wichtigste für mich. Ich habe mich zum ersten Mal so gefreut. Da war so eine Freude in mir.
Da ist jemand, der ist, das ist unbeschreiblich. Der macht mein Leben reich. Ich habe mich von morgens bis abends gefreut. Ich konnte es nicht mehr erwarten, morgens aufzustehen. Und ich habe Leuten davon erzählt, wie toll dieser Gott ist. Wie toll, ich komme zu ihm irgendwann in den Himmel. Und das Leben jetzt ist so herrlich mit ihm. Da gibt es keine, so naiv, ne? Da gibt es keine Sorgen, keine Probleme. Mein Papa macht alles. Und das ist ja, letztendlich ist es ja auch so. Der macht alles, der kann auch alles. Was ist mit uns passiert? Mit dem einen oder anderen, ich will keinem zu nahe treten. Wo ist die Freude und die Begeisterung geblieben? Wo ist das Brennen, das Feuer für Jesus? Ist Jesus noch, ich frage dich ganz offen, ist Jesus noch dein Ein und Alles? Oder sind da viele, viele andere Dinge, die wichtiger geworden sind? Das passiert ja nicht plötzlich. Das ist oft so ein schleichender Prozess. Da sind manche Dinge, die sind ja auch sehr schön. Und ich will ja auch nichts, ich will das auch nicht, ich weiß ja nicht, wie es in deinem Leben ist. Ich habe ja keine Ahnung. Aber da kommen Dinge hinein. Ich weiß nicht. Probleme plötzlich, wo du betest und scheinbar nichts passiert. Wo du denkst, Gott hat mir doch bisher immer geholfen. Was ist jetzt passiert? Krieg gar keine Antwort. Naja, dann ist es halt in diesem Moment, ist es eben halt mal so. Geht schon weiter. Ich weiß nicht, was es vielleicht in deinem Leben ist. Es müssen nicht immer die krassen Sünden sein. Aber die Liebe wird kalt. Und du freust dich auch nicht mehr auf die Zeit mit deinem Herrn. Das ist eine Pflichterfüllung. Ich muss das ja machen, so ein Quatsch. Ich muss mich ja hinsetzen morgens, muss beten, muss mein Wort lesen. Ich muss es ja. Wie fühlt sich Jesus dabei? Du gehst zu deiner Frau und sagst ihr, du, ich muss ja mit dir reden. Da wird sie sagen, juhu, klasse. Dann rede ich drei Sätze und sage, so, das war's. Ich muss jetzt wieder los. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Das sagst du deinem Gott gegenüber, der dich so liebt, der auf dich wartet, dass du die Gemeinschaft mit ihm suchst. Und du meinst, naja, damit muss er sich zufrieden geben. Dann bete ich noch. Ich weiß nicht, wie euer Gebet aussieht, euer Gebetsleben. Hat Gott überhaupt oder hast du überhaupt die Erwartung, dass Gott zu dir spricht? Willst du das überhaupt, dass Gott zu dir spricht? Ist das dein Verlangen? Oder bist du froh, wenn du schnell wieder weg bist? Was ist aus uns geworden? Vielleicht ist es auch tatsächlich Sünde, mit der du nicht brichst. Da sind bestimmte Punkte in deinem Leben, auf die Gott, auf den der Geist Gottes immer wieder seinen Finger legt und sagt, bring das doch in Ordnung. Bring das mir. Das betrübt deine Beziehung zu mir. Das macht es schwer. Lass es los. Und du? Weiß ich nicht, bist vielleicht zu stolz oder willst es gar nicht loslassen, weil es ja so toll ist? Und ich kann davon ja gar nicht loslassen? Klar, es gibt auch Bindungen. Aber was sagt Gott hier? Obwohl, so weit sind wir noch nicht. Machen wir erst noch mal anders. Ich muss echt aufpassen, dass ich mich nicht vertüdle. Jörg, ich bin nicht so strukturiert wie du.
Und manchmal ist es so, du wunderst dich, warum es dir schlecht geht. Das mag mit vielen Dingen zu tun haben in dieser Welt, klar. Die Zeit, das wissen wir alle, die Zeit ist schwer. Da ist viel Not, da ist viel Bedrängnis da. Wir merken, oder dass da schon auch geistlich wirklich was in Bewegung ist. Dass da Mächte mehr und mehr Zugriff nehmen wollen auf Menschen. Aber vielleicht geht es dir auch schlecht, weil Gott es zulässt, dass Not in dein Leben hineinkommt. Weil er dich quälen will? Weil er meint, er braucht das jetzt mal? Nee. Weil er dich liebt. Und weil er nicht möchte, dass du ein langweiliges, oberflächliches Christentum führst. Wo keine Kraft da ist, wo du hoffst, irgendwie durchzukommen. Du hast ja Gott, du gehst zum Gottesdienst. Ist ja alles klar, irgendwann komme ich in den Himmel. Ich versuche irgendwie durchzukommen. Das will Gott nicht. Gott möchte, dass wir eine tiefe, erfüllte Beziehung zu ihm haben. Auch wenn ich mich 100-mal hier wiederhole, ist mir egal. Er möchte, dass wir eine tiefe Beziehung zu ihm haben. Und das bedeutet, dass Dinge raus müssen aus unserem Leben. Radikal. Nichts dulden, worauf der Geist Gottes seine Hand legt. Die Stimme wird leiser. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo Gott nicht mehr hineinredet, weil du sowieso nicht hören willst. Das ist hart hier, es tut mir leid, aber das Leben als Christ ist auch kein Spiel. Wir leben in einer Welt, die von der Sünde, vom Widersacher beherrscht ist. Unser alter Mensch, das Fleisch, versucht immer wieder hochzukommen. Das weiß Gott alles. Deswegen, wohin? Wohin mit all dem, was mich belastet, was mir Sorgen macht, was mich bewegt? Zu ihm. Kehr um. Kehr um. Es reicht nicht, vor 40 Jahren sich einmal bekehrt zu haben. Kehr um. Suche die Beziehung zu Jesus neu. Vielleicht ist gerade heute der Tag, wo du neu anfangen solltest. Lauf doch nicht frustriert und, ich weiß nicht, verzweifelt, wie auch immer. Lauf doch nicht. Es muss wahrscheinlich nicht so sein. Klar gibt es Dinge, die uns echt belasten. Das ist überhaupt nicht die Frage. Krankheiten deiner Kinder, ich weiß nicht, Not. Heutzutage die Not, die da ist. Da gehst du ja nicht so, das wäre ja hirnamputiert, wenn du da immer über allem schweben würdest. Aber komm mit deiner Not zu dem, der der Not begegnen kann. Dein guter Hirte, komm zu dem. Israel, ich springe mal kurz, gehe dann mal wieder zurück, springe aber jetzt mal ganz kurz. Na, Vers 4. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen. Das geht hier um Israel. Und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Israel musste 40 Jahre durch die Wüste ziehen. 40 Jahre. Und wenn sie das ohne Gott hätten machen müssen, wären sie nach ein paar Tagen tot gewesen. Denn die Wüste ist heiß und trocken, für uns Menschen lebensfeindlich. Kein Wasser, nichts, womit wir uns vernünftig ernähren können. Warum hat Gott sie durch die Wüste geführt? Warum musste das sein? Erstens, klar, weil sie ungehorsam waren.
Aber weil Gott auch zeigen wollte, ich kann in den unmöglichsten Situationen versorgen. Vertraut mir, da wo nichts zu sehen ist, und das ist in dieser Welt manchmal so. Du hast keine Kohle mehr am Ende des Monats, du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Du hast, ich weiß nicht, was für Nöte. Hast Angst, dass, weiß ich nicht, dass du deine Miete nicht mehr zahlen kannst, diese ganz normalen menschlichen Dinge. Und du kriegst Angst. Und guck dir Menschen in dieser Welt an, wie sie von Angst getrieben werden. Angst heutzutage ist so stark geworden. Und ich sage euch, das ist eine Waffe des Widersachers. Der will dich in Angst halten, auch als Kind Gottes, dass du gar nicht mehr Gott vertraust, sondern dass du auf die Umstände guckst, auf all das, was dich umgibt, all das, was du hörst in den Medien. Und mit Angst, ich will jetzt hier nicht zu, muss ja auch ein bisschen aufpassen, aber mit Angst kann man Menschen sehr, sehr gut manipulieren und lenken und kontrollieren. Menschen sind bereit, viele Dinge zu tun, wenn sie in Angst sind und jemand kommt, ich nehme mir die Angst weg. Ich weiß den Ausweg, ich weiß, wo es lang geht, mach das und das. Mach dir doch einfach ein Zeichen an die Hand. Ist doch nicht schlimm. Da läuft alles glatt. Du kommst überall rein, du kannst alles machen. Ich versorge dich. Ich nehme die ganzen Probleme dieser Welt und es wird so kommen, dass da jemand auftritt, der sagt, ich krieg das alles in den Griff. Ich krieg das hin. Betet mich an, nimmt mein Zeichen an, ich mach das. Glaubst du denn nicht, dass ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Universum in seiner Hand hält, dass er dein kleines Leben nicht versorgen kann? Der sieht dich in deiner Not. Und der sagt doch nicht zu dir, boah, hast du Pech gehabt. Sieh mal zu, wie du zurechtkommst. Nee, das ist nicht unser Gott. Das ist nicht mein Gott, den ich kennengelernt habe. Guck auf ihn, ganz neu, guck auf ihn. Wenn da Sünde in deinem Leben ist oder wenn dein Herz irgendwie, wenn du merkst, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe keine wirkliche Beziehung mehr, da ist keine Freude da. Ich höre das hier Sonntag für Sonntag, dass Gott eine Liebesbeziehung zu mir. Was ist denn die Liebe Gottes? Was ist denn das? Ich habe es nicht, ich kann es nicht. Da ist nichts in mir. Such die Gemeinschaft mit Gott. Sei offen und ehrlich zu ihm. Sag, Herr, das steht in deinem Wort, du liebst mich, aber weiß ich nicht. Sehe ich nicht, kann ich nicht begreifen. Gott wird dir das zeigen. Er hat es ja schon gezeigt, vor 2000 Jahren. Guck aufs Kreuz. Das ist für dich passiert. Guck auf den Sohn Gottes, der da am Kreuz hängt. Schrecklich anzusehen. Sie haben hingeguckt und konnten das nicht. Sie haben das Gesicht weggewendet. Entstellt, angespuckt, voller Blut. Für dich und mich, damit wir diesen Weg nicht gehen müssen. Damit wir nicht auf ewig, stellt euch das vor, auf ewig von dieser wunderbaren Liebe getrennt sein müssen. Deswegen ist er gekommen. Und gib dich doch nicht mit, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber gib dich doch nicht mit so wenigem zufrieden, dass Gott ja irgendwo schon in deinem Leben ist. Aber ich muss ja meinen Alltag leben, das müssen wir auch. Aber du bist eine Tochter und ein Sohn Gottes, des Allerhöchsten. Vergiss das nicht. Und meinst du, er möchte ein Leben für dich, wo du gerade so irgendwie durchkommst? Jesus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
Jesus gibt dir eine erfüllte, tiefe, ich weiß nicht, reiche Beziehung, die bis in alle Ewigkeit Bestand hat. Schon hier auf dieser Welt. In der tiefsten Form werden wir das erst tatsächlich erleben, wenn wir bei ihm sind. Hier ist noch vieles, was schwer ist. Und manchmal so denke ich, oh, ich wäre gerne bei Papa zu Hause in der Geborgenheit. Aber wir leben noch in dieser Welt. Und wie ich schon sagte, Menschen sind von Angst bestimmt. Oh, wenn ich Menschen sehe, wenn ich das, diese ganze Ungerechtigkeit, die wir Menschen anrichten, wo sich Reiche auf Kosten von Armen ein schönes Leben machen, wo Kinder sterben, weil sie nichts zu essen haben, weil sie nicht medizinisch versorgt sind. Und Leute von solchen Menschen leben und sich einen dicken Benz kaufen und ich weiß nicht was und sich feiern lassen. Das ist der Widersacher und die Macht der Sünde in uns. Die Sünde ist grausam, weil der Widersacher grausam ist. Und ich sage, ich will dir keine Angst machen, aber der hasst dich. Der hasst alle Menschen, aber dich hasst er besonders, weil du Gottes Kind bist. Und weil du dahin kommen wirst, wo er rausgeworfen wurde. Er hasst dich. Und lasst uns doch der Sünde keinen Raum geben. Wir Menschen, wie ich vorhin schon sagte, ohne Gott sind wir können richtig grausam sein. Guck dir Auschwitz an, guck dir die Kriege in der heutigen Zeit an. Was wir Menschen anrichten. Und das sind wir. Es sind wir Menschen. Es ist nicht der oder der oder der, es sind wir Menschen. Weil die Macht der Sünde, wie ich am Anfang sagte, in jedem von uns ist. Und diese Macht wurde am Kreuz gebrochen. Da hat der Satan sich richtig ausgetobt am Kreuz. Jetzt habe ich Gott. Jetzt mache ich ihn kalt. Jetzt mache ich ihn fertig. Aber er hat sich vertan. Er hat sich geirrt. Er ist derjenige, der verloren hat. Er ist besiegt. Es ist vollbracht, sagt der Herr am Kreuz. Er sagt hier, ich ließ sie, in Vers 4, ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen. Das ist so schön. Das ist so schön ausgedrückt. In Seilen der Liebe. Das heißt, du bist an dem Seil angebunden, sage ich einfach mal. Aber Gott ist es auch. Und du gehst zusammen mit ihm. Und er kann dich durch das Seil, er macht es sanft. Er legt dich nicht in Ketten. Ein Seil ist elastisch. Und er lenkt dich. Er lenkt dich. Du hast aber ganz, ganz viel Freiheit. Du kannst dich ganz viel bewegen. Du bist nirgends so frei wie in Gott. Du meinst, wenn du Gott nicht in deinem Leben hast, dann bist du ein freier Mensch. Dann kannst du ja tun und lassen, was du willst. Glaub das ja nicht. Das stimmt nicht. Du wirst von deinen Trieben, von deiner Sünde, liest dir mal die in Galater 6, die Werke des Fleisches durch, davon wirst du bestimmt. Du bist nicht frei, glaub das ja nicht. Und das ist so schön, in Seilen der Liebe. Gott weiß ganz genau, was du brauchst. Er weiß es ganz genau. Und er möchte nicht, dass dein Leben Schaden nimmt. Dass, wie gesagt, dass du depressiv und ich weiß nicht was durchs Leben gehst.
Wenn du seine Liebe mehr verstehst, der ist so unwiderstehlich, wie Josi gesagt hat. Wenn du ihn mehr kennenlernst, du kannst ihn nur anbeten, weil er so eine Liebe für dich hat. Die können wir nie ganz verstehen, diese Liebe, die so tief ist. Ich muss gleich Schluss machen, ganz kurz noch. Was mag das für Gott bedeuten, wenn er hier sagt, in Vers 7, mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Boah, mein Volk ist müde, die wollen einfach nicht mehr. Die wollen sich nicht an mich wenden. Die sind zu müde, die haben keinen Bock mehr. Die erwarten nichts mehr von mir. Die glauben schon gar nicht mehr, dass ich sie versorgen kann. Sie glauben nicht, dass ich sie liebe, dass ich den besten Plan für sie habe. Sie sind müde geworden. Und was würde ich an Gottes Stelle machen? Dann suche ich mir ein anderes Volk. Dann gehe ich auf irgendeinen anderen Planeten und schaffe mir ein Volk, das mich sucht. Was sagt Gott? In Vers 8, ziemlich zum Ende hin. Mein Herz, und im Moment, ganz am Anfang, wie kann ich dich preisgeben? Wie kann er dich preisgeben? Er sagt, mein Herz ist anderen Sinnes. All meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ist das nicht schön? Trotz all unserer Ignoranz, trotz all unserer Gott ungehorsam sein, ihm davonlaufen, sieht er das und seine Barmherzigkeit entbrennt, nicht sein Zorn. Wenn es sein Zorn wäre, dann gute Nacht. Aber Gott sei Dank ist er barmherzig. Und er sagt, das finde ich auch so schön, diese Stelle, ich hoffe, ich finde sie jetzt, Jeremia 31, das ist ein bisschen weiter davor, einer von den sogenannten großen Propheten, 31, Vers 20, da steht, ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, sagt er zu dir heute, egal wie du dich fühlst, egal wie sehr du dich als Versager fühlst, egal wo du ihn verletzt hast, egal. Mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, sollte uns das nicht zerbrechen? Sollte das nicht unser Herz bewegen können? Ich muss mich einfach über ihn erbarmen. Ich muss einfach. Ich muss zum Schluss kommen. Es gibt noch ganz, ganz tolle Bibelstellen dazu. Nur noch ganz kurz eine. Und zwar ist das Jeremia 2. Keine Angst, Jörg will mich schon wegziehen hier vom Pult, wenn ich nicht zu lange war. Ja, das ist wieder so eine harte. Deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst. Und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Gott lässt das zu, dass Jammer und Herzeleid, wie ich vorhin schon gesagt habe, in dein Leben hineinkommt. Aber nicht,
um dich zu bestrafen, sondern damit du erkennst, was du verlierst. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du die Beziehung, die Liebesbeziehung zu Jesus verlierst. Oder wenn sie so belastet ist, dass da nichts mehr da ist. Das wär doch ein Drama, oder? Deswegen, komm heute zu ihm, mach ganze Sache neu. Lass, egal wie schwer das demütigend das vielleicht auch ist, umzukehren. Tu es! Wie demütigend war es für Jesus, ans Kreuz zu gehen, verspottet zu werden? Wie demütigend war das? Und ich fand, so jetzt zum Schluss, ich lese einfach nur noch kurz vor. Ich fand in so einem Buch habe ich etwas gefunden, was ein Bruder geschrieben hat. Das hat mich so geflasht irgendwie. Etwas in uns sehnt sich danach, die irdischen Dinge und die Beschränkungen des bloßen Menschseins unter sich zu lassen, sich über die Macht der Sünde und Selbstsucht zu erheben, sich auszustrecken und das Angesicht Gottes zu berühren, Flügel aufzuheben und zu fliegen, mit Gott zu leben und in seiner Gegenwart und in seiner Liebe zu bleiben. Das fand ich irre. Der Tag wird auch kommen, wo du Flügel aufheben wirst du nicht, wahrscheinlich, aber du wirst raus sein aus all den Beschränkungen dieses Lebens. Raus in eine wunderbare, unbegrenzte, freie Liebesbeziehung zu deinem Gott. Du wirst in seine Augen gucken und was wirst du da sehen? Absolute Liebe und Annahme. Lasst uns doch mit diesem Gott gehen. Amen.